Elephant Games. Grim Tales, Fan des Schicksals. Jetzt ein Fun Fact. Spieler, nein, wir sind nicht Spieler. Wir sind Heideltrau. Oh, wir sind wieder nur Heideltrau. Schade. Und damit willkommen zu einer weiteren Aufnahme bzw. erneutem Spiel Grim Tales, Fan des Schicksals. Ja, es ist wieder soweit. In der Sammleredition. Ja, auch in der Sammleredition. Und die machen es richtig. Ich will kein Grim Tales spielen. Doch, Schatz, du musst. Aber es ist so blöd. Ich will nicht. Schatz, er spielt nicht Grim Tales. Aber John, ich will nicht. Bitte. Du spielst jetzt Grim Tales. Ja. Gott sei Dank nicht eingestiegen. Ach. Wären die mal eingestiegen, hätten wir das hinter uns. Hätten wir das Problem nicht, hallo? So sieht das Spiel also aus. Ich glaube, das ist noch ein bisschen laut, oder? Ja, geht's jetzt noch? Hallo? Gut, es geht noch. Ja, UPS sagt einfach so, ja, ich kann entweder nur ein bisschen runterdrehen oder komplett. Nicht da irgendwas dazwischen. Cool. So, jetzt wird's passen. Warum tue ich mir das eigentlich nochmal an? Entschuldigt bitte, ich habe ein wenig Halsschmerzen. Wir haben ein Handbuch. Wir haben Bonusinhalte. Den Geheimraum ist auch wieder dabei. Toll, das Bonuskapitel ist auch noch dabei. Geil. Freuen wir uns drauf. Hallo Heideltrau. Ja, ich würde gerne Heideltrau sein. Optionen. Was haben wir an Optionen? Dasselbe wie immer. Das verändert sich auch nie. Was ist das? Was ist das? Ich würde sagen, das ist eine Neonröhre da drin. Aber was soll das sein? Eine Lampe mit Strichen drauf? Kann es einer erklären? Ich weiß es nicht. Ich trinke mal eben schnell was. Ah, ja, tut der Stimme besser. Natürlich ein schönes Softgetränk, weil das ballert die Stimme richtig gut, Kappa. Ja gut, ich mache die Cam wieder aus und wir starten jetzt Grim Tales, Fan des Schicksals. Ach ja, kleiner Funfact noch. Auf der Desktop-Verknüpfung steht Faden des Schicksals. Deswegen habe ich auch den Stream Faden des Schicksals reingeschrieben. Nicht wundern, aber ist so. Gut, los geht's. Ich will nicht schon. Doch, du musst. Wir machen wieder entspannt und los geht's. Everything started when my niece Jackie called me. She said the police had finally located her parents' bodies. They had been missing for 20 years. I went to the police station to support her. Here we are, miss. Jetzt nur meine Frage nochmal. Wir spielen die gleiche Person seit Teil 1. Ja? Seit Teil 1. Jetzt sind schon seit dem letzten Teil alleine 20 Jahre vergangen. Wir müssten inzwischen eine 100-jährige Oma spielen mindestens. Aber Hauptsache schön, hier Elephant Games direkt gegenüber von der Polizei. Möchtest du die Spiele bekommen? Nein, wir wollen keinen... keine Anal? Nein, da steht keine Anleitung. Okay. Gut, keine Anleitung. Da oben, seht ihr? Polizei. Denn das I ist überflüssig, weil der Fehler ist nicht bekannt. Konnte man nicht patchen oder so. Seit Gong das mal gespielt hatte. Von daher. Wir haben hier oben noch irgendein Icon. Was ist das denn? Ah! Okay, Inhaltsverzeichnis. Okay, dann haben wir das Buch. Ah, ein Kaffee mit. Can you believe they actually found them? Maybe I can finally get some closure.
Let's go. The sheriff's waiting for us. Ihr wisst, was ich sage. Es sieht verdammt gut aus. Also so von Zeichenstil wieder sehr schön eigentlich alles gemacht. Aber diese Reflexionen hier auf der Straße so, ja, sind... Aber ich finde es auch cool, dass direkt gegenüber von der Polizei, also von den Cops, direkt ein Dodat-Laden ist, so, weißt du? So richtig klischeehaft. Das ist einfach so bescheuert. Gut, also, Tante, kannst du es glauben? Man hat sich, hat sie endlich gefunden. Vielleicht kann ich dann endlich mit der Sache abschließen. Komm, der Sheriff wartet auf uns. Also, die hat nicht nur einen Stock im Arsch, glaube ich. Holy shit, wie ist die denn gelaufen? Entschuldigt das bitte, aber ich brauche das, sonst verkackt meine Stimme. Kann man hier irgendwas machen draußen? Nein. Aber auch schön, erstmal, dass es zwei verschiedene Sirenentypen gibt bei denen. Das ist schon mal sehr interessant. Und zum anderen, dass einfach die Polizei einfach vor der Polizeistation mit Blaulicht steht. Irgendwie ein bisschen komisch. Oh, ein Chamäleon-Objekt. Ja, ein Chamäleon. Cool. Gibt es hier auch wieder Monster oder irgendwie sowas? Ich klicke mal auf den Donut. Ne, passiert leider nichts. Ja, was ist das für eine Windstärke? Wie schnell die Wolken hier vorbeifliegen? Aber immerhin muss man mal sagen, das Haus ist schief. Das passt irgendwie nicht so ganz. Guck mal, das ist hier näher, viel näher als da. Klar, optische Täuschung, aber das müsste ja trotzdem auch ein paralleler Strich sein. Egal. Ist mir nur aufgefallen gerade. Was mir auffällt, es ist mal verhältnismäßig sauber. Keine Spinnwebe, keine eingeschlagene Fenster. Wow. So sitzen alle Cops da, auf jeden Fall. Ich sollte mit dem Sheriff über den Fall sprechen. Der guckt Hentais. Der guckt eindeutig Hentais da hinten. Miss Gray, it's nice to finally meet you. As Jackie told you, we've located the remains of Alexander and Natalia Gray. We can now prove they were victims of Greg Duffy, a serial killer who was active here at that time. This is everything I've gathered about the case. Take a look. Achtet mal auf, wie wir atmen. Warte. Die haben ein bisschen Keuschusten am Monende, ey. Die Brust bläht sich so richtig auf. Bulb. Alles klar. Wir sollen hier was machen. Alexander and Natalia Gray went missing on April 23rd. About 20 years ago now. They're survived by their daughter Jackie. Aha. Okay, Aufgabenliste. Was soll ich tun? The Gray's car was found in the woods close to town. Four teenage witnesses were camping nearby. They heard a car, followed by a woman screaming. Auto? Wahrscheinlich das da. Gray's tires were punctured by a spike strip found nearby. We also found tire tracks near their car, likely from a large truck. We believe these circumstances perfectly match the other victims of the roadside killer, including the fact that there was no gun or any other weapon found at the scene. Warte. Da steht, es wurde keine Waffe gefunden. We also have camera footage showing a man killer's description. He was driving a truck. Thankfully, Jackie was staying with family at the time of the incident. The killer always targets his victims randomly. Was ist das? Ist das One Weasley Kleid in welche Klamotten? Holy shit, was ist das, ey? Ja, Family ist wahrscheinlich das hier. We got a clear picture of the killer, thanks to a recording taken at a gas station in town that night. We quickly identified the suspect as Greg Duffy. Lived in a small house in the woods and sent a squad to apprehend him. What we found there haunts me to this day. Duffy was obsessed with hunting, and his weapon of choice was a hunting knife. But Duffy hunted people, not deer. He used his spike strip like a bear trap, snaring out-of-towners along that remote highway. Unfortunately, Duffy wasn't at home. To this day, the roadside killer has never been caught. This is the only photo we have of him. Gut gemacht, das könnte nützlich sein. Foto des Mörders.
Kaltblut, der Mord vor 20 Jahren am 23. April. Findet den Straßenrandkiller. Sein Wagen nähert sich der Grace. Führe die Polizei zu dem Mörder, damit sie ihn festnehmen kann. Repariere das Auto der Grace, damit sie entkommen können. Okay. Wo kann ich... Der will mir irgendwas geben. I heard about your gift, Miss Gray. Can you really travel to the past just by touching an item from that time? These car keys were found with the remains. We believe they may have belonged to the Greys. Jetzt nimm doch bitte die Schlüssel! Die sind so schwer! Aber schön, dass der Kaffee noch immer dampft. Oder der Tee. Was ist denn noch so Interessantes hier im Hintergrund? Schauen wir mal. Nix eigentlich. My parents didn't deserve to die, Auntie. If you can, please save them. Wie sollen sie retten? Da sind sie ja. Ich muss erst den Mörder identifizieren. Er muss irgendwo auf der Straße sein. Wahrscheinlich steht hinten das Auto. So, ich mache mich mal wieder an. Hallo? Oh, er wird unsichtbar. They ran over that spike strip. And now their tires are flat. There's a truck approaching in the distance. Could it belong to the roadside killer? The case file mentioned teenage witnesses who were camping nearby. That's probably their campsite ahead. Maybe they have a vehicle I can use to reach town. Aber muss man sagen, die Dinger sind so hochauflösend gemacht, dass sie da ranzoomen können. In der Stadt gibt es bestimmt eine Reparaturwerkstatt, aber ich kann schlecht zu Fuß gehen. Dann gehe ich anders. Ha, ein Charmeleon, und bringt schon wieder. Wie ich es mir gedacht habe. Meadow. Ne, will er mir nicht geben. Er verschwindet schon. Okay, was haben wir hier? Oh. Ich werde mich nie daran gewöhnen, dass die Leute aus der Vergangenheit wie Geister sind. Natürlich. Silver McRae, der Stammvater der McRaes. Es wird behauptet, dass ihm ein Glücksamulett zu Reichtum verhalf. Da haben wir schon. Haben wir schon den ersten verpasst, Lars? Was wäre es jetzt? Direkt schon gefailt. Urlaub mit dem Fahrrad. Alter, die hat harte Nippel. Dave, wir treffen uns am Freitag bei dem alten Bauernhof. Vergiss dein Rad nicht. Okay. Alexander hat die Nagelsperre beiseite geräumt, um die Reifen zu operieren. Er kann nicht wissen, dass es eine Falle ist. Naja, wir meinen ja nur, es ist ja völlig normal, dass Nagelsperren einfach so auf dem Rand auf der Straße liegen. Das ist völlig normal. Weil die Polizei setzt die mal ein und lässt sie dann einfach liegen, anstatt sie zu weit zu räumen. Natürlich. Was haben wir hier noch? Die Reifen auf der Passagierseite sind platt. Alle beide. Ja, aber Alexander hat nur einen Ersatzreifen. Und werden, mit der Wagenheber noch, oder auf Luftpumpe. Ich muss das Auto mit einem Wagenheber anheben. Ich muss okay. Nehmen wir wieder. Was haben wir? Abgeschlossen. Take the keys. Ich brauche ein rundes Emblem, ja. Da mit deiner scheiß Aussparung. Ein Seil, ein Foto. Was ist das? Eine Geldbörse. Es ist ein wenig zurück. Ich werde es am Weg zurückschneiden müssen. Schieb's beiseite, die Äste. So, können wir hier noch was machen? Nee. Wir machen mal den hier. Das finde ich mal wieder so. Ein Seil. Aha. Eine Mappe. Du hast schon der 23. Örtlicher Flughafen. Kauf Luxusmaschine. Jetzt buchen und bei der Jungfernreise am 23. April dabei sein. Flugzeug explodiert nach Start. 158 Tote. Flughafen wegen Ermittlungen geschlossen. Zu spät gekommen und gerettet. Wie die Grace dem Todesflug durch Zufall entkam. Aha. Ein Schieber und ein Taubenemblem.